Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lamplight City. Ja, der letzte Fall, der möchte auch noch gelöst werden und ich weiß mittlerweile sogar ungefähr, was ich denn noch machen muss. Ich habe diese beiden Sachen schon versucht, aber aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel dieses leere Stück Papier. Und mit diesem leeren Stück Papier, das habe ich schon versucht, aber das Spiel hat mich irgendwie nicht gelassen. Da muss ich jetzt auf... Hello again, Mr. Ja, hallo. Lol, es geht nicht. Wie behindert ist das denn? Das ist ein Bug. Ja. Ich müsste jetzt eigentlich diesen Kamin hier anklicken können. Und, ja, dann müsste auf diesem Papier etwas erscheinen. So steht es jedenfalls, also so war es jedenfalls in der Lösung, die ich gesehen habe. Ja, geil. Das ist ein Bug. Hammergeil! Ich habe einen Bug gefunden, glaube ich. Also eigentlich müsste ich... Oh, scheiße, ich glaube, ich weiß, was... Ah, hier steht ja auch, dass ich das Büro noch nicht fertig untersucht habe. Kann es sein, dass das Spiel nicht richtig gespeichert hat, dass ich diesen Zettel habe? Weil eigentlich müsste ich diesen Zettel jetzt über das Feuer halten können. Aber, also, ja, hallo. Aber ich müsste jetzt dieses Feuer anklicken können und dann müsste ich diesen Zettel lesen können, weil dann entblößt sich quasi die Schrift. Und dieser Zettel verriet mir quasi, dass der gute Herr Politiker seine Frau regelmäßig geschlagen hat und das ist nämlich sein dunkles Geheimnis. Hä, wieso kann ich mit ihr jetzt wieder reden? Hä? Ich habe nichts gemacht, aber jetzt kann ich mit ihr reden? Can we talk some more, Mrs. McDonough? I suppose so, yes. Hä? Wieso? Hä? Wie Kryptographie? Are you familiar with the art of cryptography, Mrs. McDonough? What an odd question. It's just I noticed several books on the subject in your husband's office. Oh, well, yes. Percival was interested in cryptography and secret messages and the like. Uh-huh. He would sometimes leave me coded notes when we first began courting many years ago. What kind of notes? Oh, now, Mr. Fordham, those were private. But Percival got a thrill out of knowing I was the only one who could read them. Sometimes he would write them using a special ink that would only appear when the paper was heated. I can't remember the last time he did that, though. Those are all the questions I have for now, Mrs. McDonough. All right, Mr. Fordham. Hä? Wieso kann ich denn das jetzt auf einmal sagen? Und jetzt kann... Hä? Was ist das denn für ein Bug? Oder soll das so sein? Ich meine, ich habe ja in den letzten 2, 3 Folgen 100-mal versucht, mit ihr zu reden. Ich konnte nicht mit ihr reden. Und diesen Trick mit dem Kamin kann man lange vorher machen, noch bevor man in diesem Bordell ist. Lange vorher. Wieso konnte ich denn jetzt auf einmal mit ihr reden und die ganzen 100 Male vorher konnte ich nicht mit ihr reden? Ich habe es ja versucht. Und ich habe mir die Bücher ja auch 100 Mal angeguckt in den letzten Folgen. Wieso kann ich denn jetzt mit ihr reden? Ich glaube, das war ein Bug. Ganz ehrlich, ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich hätte das eigentlich schon ganz am Anfang machen können. Ich bin ja hier reingegangen, habe mit ihr komplett geredet und habe dann versucht, am Kamin etwas zu machen. Das weiß ich noch. Nur es ging halt nicht. Und jetzt geht es auf einmal. Obwohl ich nichts anderes gemacht habe. Gut, dann werden wir mal dieses leere Papier erhitzen. Und hier tut sich Geheimtinte auf. Oh, 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 oh. Und hier stehen ja ganz, ganz böse Sachen drin. Er war ein ganz schönes Arsch letzte Nacht und einige Male davor. Er will dieses Monster nie wieder herauslassen. I'll be damned. Sein dunkles Geheimnis wurde gelüftet. Und jetzt will ich natürlich wissen, was es damit auf sich hat. I suppose so, yes. Do you know anything about this letter? I'm afraid I don't have my spectacles. What is it? The coroner found it in your husband's pocket. He gave it to me because he thought it was blank. But after you told me about your husband's propensity for writing secret messages, I decided to try exposing the paper to heat.
Allow me to read it to you. Dearest Mary, words cannot express the regret and sorrow I feel for how I acted last night. I swore to myself I would never harm you again after the last time, but I have failed us both. It is my deepest hope that you can forgive me and trust that I will never allow this monster out again. I see. May I have that letter, Mr. Fordham? I'm afraid I have to keep it for now. It's evidence. I suppose that that does make sense. Mrs. McDonough, did Percival mistreat or abuse you? He wasn't a bad man, Mr. Fordham. I wouldn't have married him if he was. It's just the stress of his responsibilities would sometimes oppress him. I would try and offer comfort, soothe his nerves, but there were a few instances where he lost control of his passions. Did he ever hit you? He did. How many times did this happen? Oh, I don't know. Maybe two or three? You don't exactly count these things. What a bastard. Maybe it serves him right for getting shot. Thank you for your candor, Mrs. McDonough. Can we please talk about something else? Those are all the questions I have for now, Mrs. McDonough. All right, Mr. Fordham. Ja, jetzt haben wir nämlich den Grund erfahren, wieso diese ganzen Leute eigentlich umgebracht werden. Das sind nämlich alles Leute, die richtig Dreck am Stecken haben. Und hier habe ich auch etwas gemacht, was aber nicht funktioniert hat. Ich glaube, in der letzten Folge. Das, was ich hier noch machen muss, habe ich schon gemacht, aber es hat auch dann nicht funktioniert. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich auf einem sehr guten Weg. Oh Mann, ey. Aber die Frage ist natürlich, wer weiß denn von diesen ganzen Sachen? Also wer findet denn diese ganzen Geheimnisse raus? Das muss ja eigentlich mit dem Bordell zusammenhängen. Würde ich jetzt mal so ganz spontan sagen. Aber kann ich das jetzt hier quasi, sage ich mal, abgeben, dass ich das schon alles herausgefunden habe, warum der Täter das macht? No need to talk to him. Nein, kann ich nicht. Okay, dann versuche ich jetzt mal, die zweite Sache zu machen. Das wäre nämlich hier. So. Das habe ich, wie gesagt, schon versucht in der letzten Folge, aber ich konnte... Also ich konnte es halt nicht machen. So. Das Bild. Lily, 1809 to 1843. I wonder what happened to her. Ja, und genau das ist das, was mir noch gefehlt hat. Ich habe eigentlich schon ein paar Mal versucht, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in der letzten Folge dieses Bild angucken wollte oder es eigentlich schon angeguckt habe. Ja, und Lilly. Tja, was ist mit Lilly passiert? Fragen wir doch mal nach. So, Ruby. Yes? That's a rather nice portrait. Who's the subject? Oh, that's Lilly. Before my time. Serafina knows loads about her. Even changed the name of this place in her honor. You might try asking her if you want to know more. I'll just leave you to it, then. Thanks, love. Okay, dann fragen wir mal vorne nach. Also wie gesagt, ich habe mir dieses Bild eigentlich angeguckt, aber wieso ich diese Gesprächsoption nicht hatte, ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir nämlich hier ein bisschen weiter. May I ask you a few questions, Serafina? Of course you may, but I can't guarantee the answers will be free. Could you tell me about the young lady in the portrait hanging in the back room? Ah, that's Lily Peterson. She was a wonderful woman and a great friend. What happened to her? It's a rather tragic story, Mr. Fordham. I'd rather not go into too much detail. The short version is this. She was with a client who got very carried away.
She was able to defend herself enough to mortally wound the bastard, but the damage had already been done. The girls and I decided among us that we would rename this establishment in her honor. Some days it's still hard to believe she's gone. I haven't even been able to get rid of her box of things. I'm very sorry for your loss, Serafina. Thank you, dear. It was especially awful given Lily's past. Her sister died at the hands of her own husband some 16 years before. Some people just can't escape tragedy, no matter how far they run. Huh. Something tells me these deaths are significant. It might be a good idea to learn as much as we can about Lily Peterson. Mm-hmm. So. Thank you for your time. Of course, my dear. Der Club wurde also zu ihren Ehren umbenannt. Und komischerweise passiert den ganzen Leuten, die auch sowas Schlimmes machen, wie ihr und ihrer Schwester oder so passiert ist, die werden dann umgebracht. Ich glaube, hier ist die Informationsquelle des Justice Killers. Die arbeiten mit dem Justice Killer zusammen. The girls here don't get money. Ah. Nein, ich wollte mit ihr reden. So, Ruby. Yes. Tja, wie kann ich noch mehr über sie herausfinden? Lilys Besitztümer. Stimmt, sie hatte gesagt, dass hier noch irgendwie was von ihr ist, oder? Serafina told me that Lily's possessions are still here. Do you know where they're kept? Yeah, in that cabinet over there. Lily had a special place in Serafina's heart. I don't think she has the nerve to get rid of this stuff yet. Do you think I could take a look through it? I don't know. Serafina never has to know. I promise I'll only look, not touch. If I had a crown for every time I'd heard that. But, all right. As long as you keep your word and don't take anything from the box, I'll let you have a look. I'll get it for you after. I'll just leave you to it, then. Thanks, love. Okay. Ein Päckchen oder eine Schatulle oder sowas. All yours for the browsing. Tja, finden wir da drin Antworten? Ich gehe mal sehr stark davon aus. Eine Schachtel. Okay, dann werde ich hier mal speichern. Ich überschreibe sogar mal. Brauche ich für diese Schachtel vielleicht diesen Code? Warte mal. 132213. Schauen wir mal. One of three buttons with an engraved lily on it. I wonder if they're just decorative or if they have some other purpose. Mhm. Ah ja, ich verstehe, okay. 132213 oder was war das? 132213, ja. Ich gucke mich aber erstmal hier. Ach so, denn da. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, was gleich passieren könnte. These don't look too valuable. A cheap ring. Must have had sentimental value, because otherwise there'd be no point in keeping it. Nice scarf, impressively clean, too. Lily clearly took care of her things. Let's see what we have in here. Eieieiei. Liebe Miss Patterson, auch wenn es vielleicht unnötig sein mag, wenn ein Detektiv nach Abschluss eines Falls die Verwandten eines Opfers kontaktiert, so muss ich doch sagen, dass ihr Fall mich innerlich tief berührt hat. Detective Lester Barnett. Detective Lester Barnett? It's kind of sad that Lily kept that letter all these years. Guess she never really got over her sister's death. Okay. 1, 3, 2, 2, 1, 3. Hallo? Habe ich das falsch gemacht?
War es nicht 1-3-2-2-1-3? 1-3-2-2-1-3. Ach, lol. Hier ist ja. Ja, wow, super. 3-1-3-2-2-1-3. Ja, super. 3-1-3-2-2-1-3. Hä? Ist doch richtig. Oder muss ich das kurz mal resetten? 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Aha. Ui. Well now, I think we just found ourselves a bonanza. Ach du Heiliger, was ist denn hiermit passiert, ey? Tante Lilly, ich habe es versucht. Gott ist mein Zeuge, ich habe es versucht. Aber ich konnte den Bastard nicht mit seinem Verbrechen davonkommen lassen. Ich wollte nicht zusehen, wie du dasselbe Schicksal erleidest wie meine Mutter. Es musste Gerechtigkeit geübt werden. Ich habe sein Leben ausgehaucht, so wie er versucht hat, deines aus deinem Körper zu würgen. Das Blut, das diesen Brief befleckt, ist seines. Während ich dir das schreibe, liegst du bewusstlos in einem Krankenhausbett wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder mit dir sprechen kann, aber ich lege diesen Brief in dein Geheimfach in der Hoffnung, dass du es lesen kannst. Derweil habe ich meine wahre Bestimmung gefunden. Ich muss gegen die, die unschuldige Frauen verletzen, Gerechtigkeit walten lassen. Ich habe ihn schon immer viel zu lange gesehen, diesen Kreislauf der Gewalt. Ich habe sowohl meine Mutter als auch meine Tante wegen gewalttätiger Männer verloren und ich muss verhindern, dass das so weitergeht. Ich habe mit Gloria gesprochen und sie sagte mir, dass sie von einem ihrer Kunden, einem Arbeiter aus der Eisenhütte namens Hannibal Kirkland, verletzt wurde. Ich werde beobachten, wenn ich mit ihm fertig bin, werde ich andere, die Stadt wird sauber geschrubbt, ja, okay. Wer? Okay, wer? It's kind of sad. Holy shit. Holy shit. Okay, wer hat diese Briefe geschrieben? Das ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Wer ist das? Wer ist das? Wir sind kurz davor, den Fall zu lösen. Ruby. Yes. I found this letter inside a secret compartment in the box belonging to Lily. Do you know anything about it? I thought we agreed you wouldn't take anything from there. This is a special case. This letter's from Lily's nephew, the Justice Killer. Oh, I see. Look, I've only been here a short time. I don't know anything about Lily or any killers or anything, I swear. You know, I think she's telling the truth. I'll just leave you to it then. Thanks, love. Aber wer ist denn Neffe? Wer ist denn der Neffe? Hier, komm, Sondereinsatzkommando, stürmt die Bude. Wer ist der Neffe? Wer ist der Neffe? So, ich werde jetzt hier ganz vorsichtig Schritt für Schritt speichern. So, Fräulein, raus mit der Sprache. Wer ist es? Ich will es wissen, und zwar genau jetzt. May I ask you a few questions, Serafina? Of course you may, but I can't guarantee the answers will be free. Natürlich. Serafina, what can you tell me about Lily's nephew? Her nephew? I didn't know she had a nephew. Lily didn't talk much about her family, as you can probably imagine. You're not lying to me, are you? I have nothing to hide from you. Except maybe the truth. But I don't think we have what we need to make her talk. If there even is anything that would make her talk. Thank you for your time. Of course, my dear. Aber wer ist denn jetzt der Neffe? Mord an Lily Patterson erforschen. Aber wer ist denn jetzt der Neffe? Wir haben ihn doch quasi. Wer ist der Neffe? Mord an Lily Patterson erforschen. Patterson. We've exhausted her.
der Neffe. The girls here don't get much. Detektiv Barnett. Detective Lester Barnett. Ach, der hat sich damals um diesen Fall gekümmert dann wahrscheinlich, oder? Ja gut, dann ist es doch eigentlich klar, wo ich hin muss, oder? Ich meine, wenn es Infos irgendwo über diesen Mordfall gibt, dann doch wohl hier, oder? Also ich meine... Ah, sehr gut. Hier komme ich weiter. Yes, Fordham. Ja, ich habe den Fall gelöst, ne? You recall a murder involving a woman named Lily Peterson about a year ago? Lily Peterson? Yes, that name does sound familiar. Of course, the prostitute murder. That wasn't one of yours, was it? No, it wasn't. Do you remember any other details? As I recall, the woman was beaten severely by one of her clients, who escaped and was never found. She died a few days later in the hospital. How is this of any relevance, exactly? That's what I'm trying to piece together. Did you know that Lily Peterson had a sister who was killed some 16 years ago? I didn't. Are you suggesting that's related somehow? I think it is. Would you be able to get me the case file? What was the victim's name? That's what I'm trying to find out. That might be a bit more difficult, unless you can give me more details. I'll try my best. Very well. What year did you say the case was from? Was? Hallo? Das habe ich mir doch jetzt nicht gemerkt. Willst du mich verarschen? Oh, jetzt leckt das Spiel wieder rum. Oh, das ist so nervig. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. It was 1826, according to the information I've gathered. Right. And who was the detective assigned to the case? Ja, das weiß ich noch. Oh nein, ich muss gleich neu laden. Right. He was quite active in those days. And what was the victim's official cause of death? Oh, das muss ich mir erdrosseln. Ja, wow. Das Jahr habe ich mir jetzt nicht gemerkt. It was strangulation. All right. I'll have a look and see if I find anything. Vielleicht habe ich jetzt auch richtig geraten. There's nothing I can see that matches the information you gave me. I suggest you get your details in order before you attempt to waste my time again. Ja, Alter, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt, ey. Wann war das denn jetzt hier? Also es war Lester Barnett. Hey, wo steht denn das Jahr? Das ist ja... Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Das steht hier überhaupt nicht, oder was? Das heißt, ich muss raten, oder wie? Chief Snelling? Yes, for... Ja, komm hier, nochmal. I really need to take a look at that... I can... What? Ja, dann war es halt ein... Dann war es halt das hier. Right. So, Lester Barnett war es ja. It was less... Right. And what... Und das war erdrosselt.
Yes. Here we are. Sehr gut. This should be a match. Have a look. Okay. Schön, dass man das ganz unten nicht lesen kann. Oh, ein Kind. Kann es sein, dass das Kind sich jetzt... das Kind ist es. So we have our killer's last name and possible first name, assuming he's the same man Linda Walker talked about. Perhaps it's time to ask about him at the docks. Hey, Moment. Wir haben den Namen? Wer ist denn das Kind? Warte mal. Ach hier, Collins Apartment. Also Collins oder was? Und was ist der Vorname? Lee? Nee, hey, Moment. Collins ist doch der, der sich dann umgebracht hat. A young child. Hä, aber... Suchen wir nicht das Kind, was ich jetzt rächen will? Liam Collins, Daisy Collins. Also Daisy Collins wurde erdrosselt und Liam Collins hat sich dann umgebracht und das Kind? Ja, dann wissen wir den Nachnamen Collins, aber wieso wissen wir den Vornamen? Wie heißt denn das Kind? No need to talk to him. Samuel Collins an den Docks. Wieso? Moment, woher wissen wir jetzt den Namen Samuel Collins? Also Collins, klar, aber wieso Samuel? Wo steht das? Polizeibericht Collins. Daisy Collins. Liam Collins. Hä? Hier steht doch nirgendwo der Name. What the fuck? Okay, entweder bin ich jetzt gerade ein bisschen noobig oder das ist hier irgendwie ein Übersetzungsfehler oder keine Ahnung. Also der Vorname steht hier eigentlich nicht drin. Ich habe das jetzt zweimal gelesen. Na, egal. Wir speichern mal. Weil ich glaube, wir haben jetzt unseren Mörder. Okay. Also gut, wir können es ja eigentlich so drehen. Wir haben jetzt einfach in den Akten nachgeguckt, wie dieser scheiß Neffe heißt, weil der muss ja in den Akten, also Bürger sind ja überall verzeichnet, wie die heißen, und wir können ja einfach nachgucken, okay, das ist der Neffe, das ist das Kind, was überlebt hat. Eigentlich hätte das wahrscheinlich jetzt da drin stehen müssen. Okay, bei den Docks also hier. Samuel Collins. Keine Ahnung, vielleicht kennt er Samuel Collins? Ich meine, er steht hier gerade so passend rum. Keep up the good work. Nee. Ja gut, dann muss ich hier mal nach dem Neffen fragen. You again? What do you need? A few more questions, if you don't mind. Do you know a man named Samuel Collins? Yes, I do. He's one of my workers. Is he working today? No, it's his day off. Why do you ask? I'm very interested in speaking with him. Could you tell me where I can find him? I don't just give out information on my men to strangers. What reason do you have for wanting to speak with him? I believe he may be involved in some serious crimes. Is that right? And what are these serious crimes exactly? I believe Samuel's the justice killer. What? That's absolutely preposterous. You've got quite some imagination, sir. And here I thought you were serious.
About Samuel Collins? Yes, what about him? I believe he stole from one of your customers. What? From who? The Hanbrook Flower Shop. He stole several orders of Easter lilies. The Hanbrook Flower Shop? They're not one of my customers. I only sell to wholesalers. A minor detail. The point remains that your man's a burglar. That's quite a serious claim. What proof do you have? You can hear it straight from the man who works at the shop that was burgled. Well, where is he then? Wait here just a moment. Was? Okay, ich wusste jetzt nicht, dass das so eine Kette nach sich ziehen wird, was ich jetzt hier gerade mache. Excuse me, Mr. Hastings? What is it, Detective? As I said, I'm rather busy. I was wondering if you might help me with something. Could you please tell the shipping manager over there about the burglaries at your flower shop? Certainly. Ja, richtig. Jetzt wird hier mal Tacheles geredet, würde ich sagen. Go ahead, Mr. Hastings. Right. It all started around 5 months ago. And he didn't come around again after that night. Thank you, Mr. Hastings. That'll do. Now are you convinced? Fine. I hate to lose two of my men in such a short amount of time. But if he's done wrong, I can't just stand by. Samuel lives in Chumley, at 210 Abattoir Road. Thank you, sir. You may have just saved several lives. But I'm going to have to spend several crowns in order to get things back to normal. Now, if you'll excuse me... Alles klar. Wir haben ihn, den Justice Killer. Der ist es. Aber sowas von ist er das. Aber sowas von ist er das. Einen letzten Speicherstart nochmal. Und dann werden wir ihn jetzt vermutlich festnehmen und in dieser Folge das Spiel durchspielen. Samuel Collins zu Hause verhaften. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können. Der Justice Killer und der Einbrecher vom Blumenladen bringt Männer um, die Frauen missbrauchen. Weil genau er das miterlebt hat. In der Familie damals, vor einigen Jahren. Sag mal, kann es sein? Das ist schon wieder so mega laut hier. Also, dieses Spiel ist echt komisch. Okay, kann ich vielleicht mir doch irgendwie Verstärkung mitnehmen oder so? Just saying. No need to talk. Nö. Ich löse den Fall alleine. Alles klar. Let's do it. Go, go. Hi. Samuel Collins? Yes? I'm Terrence Shackley from the Labor Department. I wanted to ask you some questions about your employer at the docks. Oh, of course. Please come in. Wieso benutzt es den Namen? I'm sorry, what did you say your name was? Terrence Shackley? But it's not my real name. I just used it to get into your apartment. I believe you did something similar at the Houses of Parliament with Mr. McDonough. So, you're Fordham. The one who was snooping around at the Gilded Lily. Indeed. We meet again, Mr. Collins. Uh-oh. Oh nein, jetzt lägt es beim Finale. Wollt ihr mich verarschen? Spiel. Of course. The rooftop. I'm sorry about what happened to your partner. It wasn't my intent for him to die. Oh, he's sorry, is he? Is that supposed to make things better? I suppose this encounter was inevitable. But I admit, I didn't think it would be this soon. So, you're here to arrest me. Das ist richtig. Und genau das machen wir jetzt. Und genau deswegen wird der Bildschirm auch langsam, langsam dunkel. Ach nee, wir reden erst mal mit ihm, okay? Sie haben Glück, dass ich sie nicht umbringe. Sie wissen doch, was man über Annahmen sagt. Ja, sie sind hiermit festgenommen.
Ja, hallo? Natürlich nehme ich den fest. That's right. Samuel Collins, I'm placing you under arrest for the murders of Percival McDonough, Burley Caws, Ennis Bowditch, Hannibal Kirkland, and Reggie Willingham. I told you once already, Mr. Fordham, I'm not going to jail. Every one of those men deserve what they got. Wieso sagen sie, dass die einzigen, die den Tod verdienen, sind diejenigen, die andere umbringen? Why do you say that? None of those men killed anyone. No. What they did was far worse. Inexcusable. Unforgivable. I had to make sure justice was done. Sie müssen dafür bezahlen, was sie meinem Partner angetan haben. Ja, das, also, es geht jetzt ja erstmal, also, ja, auch, aber... I understand your reasons, but that doesn't mean your actions were justified. You need to pay for your crimes, one way or another. My crimes? What about theirs? If not for me, they would have gotten away with them. There are other ways of upholding justice, Collins. Ways that don't involve mass murder. The system is broken. Criminals get away all the time, you know that. Only too well. But you comprehend my situation. You understand my reasons for doing what I do. Understanding is not the same as approval. But it is the first step. Is this bastard really suggesting what I think he is? All I ask is that you allow me to continue my work in peace. You asked me to look the other way once before, and I refused. Yes, and it cost your partner's life. Well, this time it's just you and me, and I'm still not going to let you off. You're out of your mind if you think I'm going to just let you keep killing. Damn right, Miles. This has to end. Then you leave me no choice. Was? Was? Hallo? Hey! Whoa! Fordham! Are you all right? Ich dachte, ich müsste sie was machen. Yes, I'm fine. Thank God you're a better shot than I was. So, this is our justice killer? That's right. I suppose congratulations are in order. You did well in finding him. Thank you, Chief Snelling. I'm glad we were finally able to work together. Yes. Well, I'm glad you weren't so brash as to confront him without notifying me first. Perhaps there is hope for you yet. Now then, I'll go get the other officers so we can lock down the scene and remove the body. Wait here. Ach, ich habe ihm doch vorher noch Bescheid gesagt. Das wollte ich ja eigentlich machen, als ich da hingegangen bin. Wait a night, hey Bill? Bill? Tja. Are you there? Das Bill? War's. Kein Bill mehr. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir haben den Mörder unseres Partners, also den indirekten Mörder unseres Partners gefunden. 2 Wochen später. Tja, ich glaube, ich kann schon mal langsam sagen, das war Lamplight City. It's good of you to do this, Miles. Do you need some time alone? If you wouldn't mind. All right. I'll wait for you over by the sycamores. Ach, das hat sich auch endlich geklärt, zum Glück. So, it's finally over. I have to admit, it's been strange not hearing you all the time anymore. Never in a million years did I think I would actually miss it. Tja. But the important thing is you've moved on, and I got what I was looking for. Der Justice Killer. I'm starting up my own private detective agency, you know. Cool. Das ist eine gute Addy Idee. And Upton are going to be my partners. Oh lol, das ist richtig nice. Das begrüße ich. It should be interesting, to say the least. Durchaus, durchaus. Oh, that reminds me. I brought you a little something.
Jawohl. It's not much, but I thought you might appreciate it. Thank you for all your help, Bill. I truly would have been lost without it. Nein, es lägt jetzt wieder am Ende. Nein, ganz am Ende in der Schlussszene. Oh Mann. Einen Moment Stille walten lassen. Ruhe in Frieden, Bill. Alles Gute, alter Freund. Wenn ich jetzt einen Moment Stille warten lasse, sah ich danach dann gar nichts mehr. Och Mann. Ist das jetzt auch irgendwie wichtig, was ich sage? Hm. Hallo? Hallo, ich würde gern. Goodbye, old friend. I love you. Lamplight City. Ach man, schade, dass mir das Spiel am Ende nicht mehr so wirklich gefallen hat. Man hat sicherlich auch ein bisschen gemerkt. Aber, also, ich fand den Anfang mega, mega geil. Ich fand den ersten Fall einfach genial. Ich fand auch den zweiten Fall richtig gut. Den dritten Fall fand ich aber nur noch so mittelmäßig, ehrlich gesagt, weil mich hat das gewundert, dass ich da nur eine Person verdächtigen kann, obwohl ich gegen diese Person nicht wirklich was in der Hand habe und eigentlich gegen die zweite Person genauso viel in der Hand habe. Und beim vierten Fall, ja gut, also dass man den nicht lösen kann, wenn man diese eine Sache nicht macht, fand ich halt komplett bescheuert. Das also man kann das Spiel dann zwar immer noch lösen, wenn man halt 3 von 4 Fälle löst, aber also das haben die Entwickler schon nett gemacht, dass man das dann trotzdem noch lösen kann, aber ja, ich weiß nicht, ich hätte mir dann noch irgend so ein Hintertürchen erhofft, dass man halt den vierten Fall auch lösen kann, wenn man halt nicht in dieses Kifferhaus da geht, weil man hat ja so viele Beweise gefunden und keine Ahnung, also dass man halt noch irgendetwas machen kann mit den ganzen Beweisen, auch sozusagen, nö, ich kann den Fall nicht lösen, weil ich habe eine falsche Antwort gegeben. Also den vierten Fall fand ich bescheuert. Und den fünften, Alter, der war mega groß, mega komplex, mega umfangreich. Gut, ich musste zwar hier und da ja testen und auch teilweise nachgucken, was ich denn machen musste, aber ich muss sagen, die Sachen, die ich machen musste, habe ich eigentlich schon probiert. Also das mit dem Brief zum Beispiel und mit dem Feuer habe ich ja mehrmals eigentlich versucht und das Spiel hat mich irgendwie nicht gelassen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder keine Ahnung. Ich muss eigentlich sagen, eigentlich war es ein Bug. Also ich weiß nicht, wieso das mit dem Feuer nicht geklappt hat. Aber das viel Wichtige war ja eigentlich das Porträt. Das hatte ich mir eigentlich auch angeguckt, aber vielleicht hatte ich mich auch verklickt und hatte stattdessen nochmal unten auf das Fach geguckt. Also, ja. Aber also prinzipiell muss man sagen, das Spiel ist auf jeden Fall eins der besten Detektivspiele, die ich jemals gespielt habe. Allerdings finde ich halt diese Sachen mit den Dead Ends, die es halt teilweise gibt, nicht wirklich gut. Das finde ich richtig schlecht in solchen Spielen, dass wenn du eine falsche Sache sagst, kannst du halt den Fall dann plötzlich gar nicht mehr lösen, obwohl du alle anderen Beweise findest. Wegen einer einzigen Sache halt. Also, aber prinzipiell muss man sagen, das Spiel ist schon gut. Das Spiel ist schon gut, das Spiel ist cool und meine Güte, dass das der Justice Killer ist, dass das dann alles, also am Ende kam es mir tatsächlich ein bisschen gewascht vor, auch wenn der letzte Fall riesig war im Vergleich zu den anderen. Ja, es ging am Ende dann doch halt relativ schnell,
Plötzlich finden wir die Briefe, plötzlich wissen wir, wer es ist. Wir wissen plötzlich sogar den Vornamen, obwohl der Vorname eigentlich nicht da drin stand. Oh mein Gott, ey. Ja, das war Lamplight City. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Projekt ist ja leider eins auf meinem Kanal, was sich sehr, sehr wenige Leute anschauen. Wow, ernsthaft? Jetzt laggt es noch. Wow, bei den Credits. Bei den Credits laggt die Aufnahme jetzt sogar noch wieder. Ich gönne mir erstmal einen Schluck. Oh Mann. Ja, sorry, aber wenn das jetzt hier so laggt, kann ich das überspringen? Also. Nee. Kann ich nicht. Jetzt geht's wieder normal weiter. Sehr gut. Kann ich das irgendwie trotzdem überspringen? Nein, kann ich nicht überspringen, aber es geht jetzt wenigstens normal weiter. Ich weiß nicht, kommt gleich noch eine Abschlussszene oder. Kommt gleich noch eine allerletzte Abschlussszene. Ansonsten kann ich ja schon mal einen Ausblick geben, welche Detektivspiele denn als nächstes auf meinem Kanal kommen werden, weil ich weiß schon, welches Projekt hier als Nachfolgeprojekt kommt. Ich habe da nämlich so drei Spiele, die ich auch gerne in die Detektivreihe mit rein, ja, schütten würde, sage ich mal. Jetzt fängt sie wieder minimal an zu lecken, das ist doch nicht normal. Und zwar wird als nächstes mal wieder ein Drei-Fragezeichen-Spiel kommen tatsächlich. Und zwar die Drei-Fragezeichen und der Riesenkrake. Das ist das Detektivspiel, was hier nach folgen wird. Ich hatte ja damals, glaube ich, schon mal ein oder zwei Drei-Fragezeichen-Spiele durchgespielt und ein drittes oder zweites, aber ich glaube drittes angefangen und das irgendwie nicht durchgespielt, weil das war halt echt so ein Copy- und Paste-Kram vom Aufbau her. Das wurde mir doch irgendwie zu langweilig und zu blöd. Aber das Ding ist relativ neu, gibt es sogar auf Steam. Und das ist auf jeden Fall das nächste Detektivspiel, was kommen wird. Außerdem hätte ich noch ein Spiel namens, ich glaube, Adam Wolf heißt das. Das ist aber mehr sowas Point-and-Click-Wimmelbild-mäßiges teilweise. Das kommt vielleicht noch nicht in naher Zukunft. Was nach den drei Fragezeichen vielleicht höchstwahrscheinlich eher kommen könnte, ist, ich glaube, Jack Orlando hieß das. Das habe ich neulich auf Instant Gaming gesehen für einen Euro. Und ja, ein Schnapper, ne? Ja, das ist quasi so der Ausblick. Was haben wir hier noch? Lyrics angepasst von Francisco González. Ja, sehr gut. Tja, das sind sehr lange Credits. Das sind sehr, sehr lange Credits. Also entweder kommt hier nach noch eine Abschlussszene. Noch eine Abschlussszene. Oder ich komme danach ins Hauptmenü. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, schön. Noch mal ein richtig geiler Lag zum Ende. Sehr gut. Immerhin sind wir mit den ganzen Sprechern hier mittlerweile durch. Dirigent, Aufnahmetechniker, aufgenommen in Beta-Tester. Oh, jetzt kommen die ganzen Beta-Tester. Ja, ist doch vielleicht ein Name bei, den man so kennt. Kann ja sein. Marina Müller, oha. Und ein spezieller Dank. Das kommt doch immer am Ende. Ja. Ach ja. Ich bin mal echt gespannt, wie die drei Fragezeichen und der Riesenkrake werden. Das könnte auch ein sehr cooles Detektivspiel werden. Und ich glaube, das drei Fragezeichen Franchise könnte mir auch mal wieder ein bisschen besser gefallen im Vergleich zu Lamplight City, weil es dort, glaube ich, keine Dead Ends gibt. Also wenn du dort irgendwie ja irgendetwas nicht ganz hundertprozentig richtig machst, dann ist nicht gleich der ganze Fall versaut und du kannst ihn dann halt gar nicht mehr lösen irgendwie. Ah, das sind aber nochmal sehr, sehr lange spezielle Dankesdinger. Mom and Dad. Ja, sehr gut. Steht da erstmal Mom and Dad. Ach ja. Alter, wie lange geht das denn? Holy shit, ey.
Die Musik ist schon lange vorbei. Tja, das war Lamplight City. Adventure Corner. Oho. Und wir danken allen Spielern. Ja, ich bedanke mich auch. Ich weiß, ich habe durchaus einiges gehatet, aber ey, komm, also wenn mich ein Spiel so mit Dead Ends abfuckt, dann kritisiere ich auch mal ordentlich. Oder wenn hier halt irgendwelche Sachen nicht sofort freigeschaltet werden, obwohl ich das eigentlich schon gemacht habe. Bonusinhalt im Einstellungsmenü freigeschaltet. Was? Bonusinhalt? Was für ein Bonusinhalt? Wahrscheinlich jetzt nichts Spielrelevantes, sondern irgendwie Bilder oder, keine Ahnung, Musik oder so. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich das perfekte Ende. Ich frage mich, hätten wir das perfekte Ende auch bekommen können, hätte ich diesen vierten Fall nicht gelöst? Bloopers und Concept Art. Tja. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr euch das Spiel am besten selber kaufen und es durchspielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Lamplight City und das nächste Detektivprojekt. Wir werden die drei Fragezeichen und der Riesenkrake werden. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Haut rein, bis dann und ciao.